Alexander Jakomenko, der Geheimdienstchef der Ukraine unter Präsident Janukowitsch, befindet sich auf der Flucht in Russland. Hier im Interview für den russischen Sender Rossiya 1 am 12. März 2014. Das Blutbad, bei dem im Februar 2014 auf dem Maidan in Kiew etwa 100 Menschen ums Leben kamen, wurde von oppositionellen Anführern organisiert. Darüber, wer konkret hinter der Ermordung der Maidan-Protester und Berkut-Polizisten stand, erzählte uns in einem exklusiven Interview Alexander Jakomenko, ukrainischer Geheimdienstchef unter Janukowitsch. Jakomenko war unmittelbarer Zeuge der tragischen Ereignisse. Er weiß Bescheid über die Mechanismen, die zum Staatsstreich geführt haben. Wer hat das Geld gezahlt? Wer hat die Waffen beschafft? Wer hat die Befehle erteilt? Über die Antworten darauf berichtet uns jetzt unser Korrespondent. Generalmajor Alexander Jakomenko wurde auf die Todesliste vom Maidan gesetzt. Die Jagd auf ihn begann eigentlich noch an demselben Tag, als der ukrainische Geheimdienstchef sich in seinem Dienstbüro in Kiew befand. Wie gelang es Ihnen zu entkommen? Ich bin doch Mitarbeiter des Geheimdienstes. Vor diesem Interview hatte Jakomenko seine letzte offizielle Erklärungsabgabe am 19. Februar gemacht. Er ordnete landesweite antiterroristische Operationen an. Aber die Provokationen und den Tod von vielen Menschen am Tag darauf konnte er nicht mehr verhindern. Von woher haben die Scharfschützen geschossen? Die Schüsse kamen von der Philharmonie auf dem Maidan. Dieses Gebäude, wie auch der gesamte Platz, lag im Verantwortungsbereich des Maidan-Kommandanten Andrei Baruby. Die Philharmonie war von Demonstranten besetzt. Baruby hatte ja auch hier das Kommando. Von hier schossen die Scharfschützen mit automatischen Schusswaffen. Das war am 20. Februar. Die Scharfschützen unterstützten die Demonstranten in dem Augenblick, als diese mit der gewaltsamen Attacke gegen die Sondereinheiten der Polizei begannen. Schüsse und diese Attacke fanden zeitgleich statt. Unbewaffnete Polizeieinheiten wurden zurückgedrängt. Sie wurden von bewaffneten Protestern verfolgt, die unterschiedliche Waffen bei sich trugen. Genau in diesem Moment der Attacke auf die Polizei begannen die Scharfschützen auch auf die attackierenden Protester zu schießen. Diese Schüsse kamen von der Philharmonie. Und nachdem die erste Welle der Erschießungen vorbei war und die Schüsse aufgehört hatten, wurde eine Gruppe von etwa 20 Männern gesichtet, die mit den gleichen Uniformen bekleidet waren und mit speziellen Koffern für Gewehre das Philharmoniegebäude verließen. Unsere Experten haben diese Spezialkoffer für Scharfschützengewehre erkannt. Außerdem hatten sie Kalaschnikows mit Zielfernrohren dabei. Auch das haben unsere Mitarbeiter beobachtet. Das Interessante daran ist, dass diese 20 Scharfschützen beim Verlassen des Gebäudes auch von vielen anderen Zeugen gesichtet wurden. Unsere Mitarbeiter des Geheimdienstes, die dort dienstlich gearbeitet haben, haben das auch gesehen. Auch die Maidan-Aktivisten haben diese 20 Scharfschützen gesehen, sogar Vertreter vom rechten Sektor, von der Svoboda-Partei, von der UDA-Partei und von der Bakivschina-Partei. Sie alle wissen darüber Bescheid. Wie Jakomenko weiterberichtet, teilen sich die Scharfschützen dann in zwei Gruppen zu jeweils 10 Mann. Die eine Gruppe entfernte sich, die zweite Gruppe betrat das Hotel Ukraine und setzte von dort das Töten fort. Die zweite Welle der Erschießungen lief etwas langsamer ab, nicht so heftig wie das erste Mal. Diesmal schoss man fast ausschließlich auf Maidan-Protestler. Und in diesem Moment wendeten sich an mich als Chef des ukrainischen Geheimdienstes die Vertreter von Svoboda-Partei und vom rechten Sektor mit der Bitte, unsere Sondereinheiten in das Hotelgebäude zu schicken und die Scharfschützen dort zu räumen. Man wandte sich an Sie? Ja, der rechte Sektor und die Svoboda-Partei. Wenn diese Aussage stimmt, dann wussten rechter Sektor oder Svoboda entweder nichts von den Scharfschützen oder sie wollten sich durch ihre Anrufe beim Geheimdienst ein Alibi verschaffen. Jedenfalls wurden die Mörder beim Verlassen des Gebäudes gesichtet, das als Kommandozentrale von Maidan-Kommandant Andrei Baruby galt. Bei der Bildung der Übergangsregierung im Februar erhielt er das Amt des Vorsitzenden des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine. Ich war bereit, die Sondereinheiten zur Bekämpfung der gesichteten Scharfschützen auf den Maidan zu schicken, aber ich brauchte die Erlaubnis des Maidan-Kommandanten, sonst hätten die bewaffneten Maidan Protester unsere Sondereinheit angegriffen. Aber Baruby erlaubte mir nicht, die Sondereinheiten auf den Maidan zu schicken. Dabei muss man bedenken, dass Maidan-Kommandant Baruby alles auf dem Maidan und in den umliegenden Gebäuden kontrollierte. Nicht einmal eine Pistole oder ein Gewehr konnte ohne seine Erlaubnis auf den Maidan gebracht werden. Er kontrollierte alles dort. Die neue Putschistenregierung wird natürlich diese Scharfschützen-Söldner nicht suchen. Warum sollte sie sich auch ihr eigenes Grab graben? Jakomenko bestätigte jedenfalls die Vermutung des Außenministers von Estland, Peet, der im abgehörten Telefonat mit Ashton sagte, die Opposition hätte Scharfschützen angeheuert. Jetzt wissen wir auf jeden Fall genau, wer von der Opposition für den Tod von mehreren zig Menschen verantwortlich ist. Baruby arbeitet für die Gruppe Poroschenko, Malamusch und Grosch, beide aus dem Auswärtigen Geheimdienst der Ukraine. Und Krizenko, ehemaliger Verteidiger
Verteidigungsminister. Er plädierte für den NATO-Beitritt der Ukraine. Sie alle bildeten eine Gruppe, ein Team. Diese Leute haben das alles ausgeführt, was ihnen die Vertreter der USA befohlen haben. Unsere Mitarbeiter haben festgestellt, dass diese fünf Personen im Grunde genommen in der US-Botschaft gewohnt haben, weil es nicht einen einzigen Tag gab, an dem sie die US-Botschaft in Kiew nicht besucht haben. Mit seinen Enthüllungen verändert Jakimenko die bisherigen Vorstellungen der Maidan-Proteste, mit denen man angeblich den europäischen Traum angestrebt hatte. Jetzt wird dieser Traum langsam US-amerikanisch. Und ein weiterer Vertreter von US-Interessen in der Ukraine ist der jetzige Chef des Geheimdienstes unter der neuen Putschregierung, Naliwatschenko. Er war bereits der Chef Geheimdienste unter Jutschenko. Ist es wahr, dass Naliwatschenko, als er noch unter Jutschenko der Chef des Geheimdienstes war, CIA-Agenten im Verwaltungsgebäude des ukrainischen Geheimdienstes arbeiten ließ? Ja, die CIA-Mitarbeiter saßen damals in unseren Räumen. Es wurden ihnen dort Dokumente bereitgestellt, die sie auswerteten. Vor einiger Zeit hat US-Vizepräsident Joe Biden den jetzigen ukrainischen Geheimdienstchef Naliwatschenko als unseren Mann in Kiew bezeichnet. Naliwatschenko hat den USA das ukrainische Spionagenetz offengelegt, was er für eine Ehrensache hielt. Das Hauptziel der USA war es, die Verhandlungen zwischen EU und der Ukraine und zwischen Russland und der Ukraine hinauszuziehen, um Janukowitsch die Möglichkeit zu geben, mit Russland Vereinbarungen über russische Finanzhilfen abzuschließen. Auf diese Weise sollte die ukrainische Wirtschaft und die soziale Lage auf Kosten Russlands stabilisiert werden, um dann durch zukünftige Auswechslung des ukrainischen Präsidenten die Ukraine an die EU anzugliedern, auf russische Kosten. Wer will die wirtschaftliche Annäherung zwischen EU und der Ukraine nicht? Wer hat etwas dagegen? Es gibt nur ein Machtzentrum, dem das nicht gefällt. Ich habe es schon erwähnt, das sind die USA. Nur den USA passt es nicht, wenn die EU, die Ukraine und Russland enge wirtschaftliche Zusammenarbeit untereinander betreiben würden. Wenn diese drei miteinander klarkommen würden. Nur die USA sind gegen Russlands wirtschaftliche bzw. Zollunion. Die Vorbereitungen zum Staatsstreich in Kiew liefen bereits lange zuvor. Eigentlich war der Putsch für 2015 vorgesehen. Die oppositionellen Politiker dachten über beste Strategien nach, während die Radikalen in den Trainingslagern militärische Ausbildung absolvierten. Die Trainingslager für radikale Extremisten wurden schon in der Zeit von Jutschenko aufgebaut, ein pro-amerikanischer Präsident von 2004 bis 2010. Die Ausbildung in solchen Trainingslagern hat mehrere Jahre gedauert. Wir als Geheimdienst konnten sie nicht erfolgreich bekämpfen, weil sobald wir diese Trainingslager in der Ukraine schlossen, wurden sofort mehrere davon in Polen, Litauen, Lettland und in anderen Staaten wieder aufgemacht. Das Interessanteste daran war, dass viele regionale Behörden im Westen der Ukraine diese Trainingslager aus dem Staatsbudget selber bezahlten. Regionale Behörden der westlichen Ukraine finanzierten die militärische Ausbildung von rechtsextremistischen und nationalistischen Jugendlichen in diesen Trainingslagern. Als Vermittler im ukrainischen Staatsstreich haben die USA Polen gewählt. Die Polen wollen in Kiew eigene Ambitionen verwirklichen. Dazu haben sie eine gute Deckung. Alle Befehle zum Handeln für die Opposition wurden sowohl aus der US-Botschaft als auch aus der EU-Vertretung in Kiew erteilt. Und der EU-Vertreter in Kiew war und ist Tom Binski, der die polnische Staatsbürgerschaft hat. Und Polens Rolle bei diesem Militärputsch in Kiew ist sehr, sehr groß. Wir wissen, dass Polens Ambitionen daran liegen, die ehemalige Macht Polens wieder erblühen zu lassen. Die Polen wollen das ehemalige Reich Polen-Litauen wiederbeleben. Die Finanzierung des Maidan ist für Jakimenko ein besonderes Thema. Den Finanzfluss aus dem Ausland zu unterbinden, war weder dem Innenministerium noch dem Geheimdienst möglich. Der Westen hat in 2 Monaten Millionen von Dollar im Bar nach Kiew transportieren lassen. Seit dem Beginn der Ausschreitungen haben wir bemerkt, dass es immer mehr diplomatische Post gab. Die Sendungen aus dem Ausland nahmen immer mehr zu, vor allen Dingen für die westlichen Botschaften in der Ukraine. Manchmal nahm das Volumen der Sendung um das Vielfache zu. Und das Zweite, was damit verbunden war, war jedes Mal nach solchen überdurchschnittlichen Sendungen an ausländische Botschaften tauchten auf dem Maidanplatz eine Menge frisch gedruckter Dollargeldscheine auf. Die Fracht ist diplomatisch geschützt, darf nicht von Zollbeamten kontrolliert werden. US-Diplomaten
Soldaten begleiten die Fracht, die von ihnen in den Geldtransporter verladen wird. Auch Poroschenko, Pintusch und Firtasch, die reichsten Oligarchen der Ukraine, finanzierten die Proteste auf dem Maidan. Sie sind Geiseln des Westens in dieser Situation, weil ihre Vermögen und Gelder auf Bankkonten im Westen liegen. Und daher haben sie einfach die Befehle des Westens befolgt. Sie hatten keine andere Wahl, als den Maidan zu unterstützen und zu finanzieren, sonst hätte der Westen ihre Bankkonten gesperrt und konfisziert. Diesen Oligarchen gehören auch alle großen ukrainischen TV-Sender. Der ehemalige Geheimdienstchef Jakimenko wünscht sich, er hätte die Verbrechen und Morde auf dem Maidan verhindern können. Er wünscht, er hätte damals mehr tun können, um die Opferzahl zu vermindern. Jakimenko erzählt auch, dass man die Menschen auf dem Maidan bewusst in den Tod geschickt habe. Es waren vor allem Eingereiste aus dem Westen der Ukraine. Seltsamerweise haben die bewaffneten Radikalen den Maidanplatz nach den ersten Schüssen der Scharfschützen sofort verlassen. Das ukrainische Volk ist ein sehr geduldiges Volk und ich glaube, es wird bald in eine Reifephase eintreten, in der die Putschisten vom Volk weggepustet werden. Ich hoffe, das wird schon sehr bald geschehen.